sag ich mal, ja, Renaissance auf Steampunk mit plus, hast du nicht gesehen? Alles nicht eingerichtet, wie man mich kennt. Die Häuser kennt man auch schon aus dem zweiten Scharin. Es ist ein bisschen sehr viel aus dem zweiten Scharin und genau die Kirche auch. Aber jetzt kommen wir auch zu etwas sehr Geilem, was ich finde. Hier gibt es zwei Glockentürme. Einmal den hier und einmal den da hinten. Der Glockenturm ist auch erbaut worden von der Melanie. Finde ich auch sehr Hat die geil. alles baut? Die hat hier sehr viel gebaut. Und hier haben wir sogar noch ein nicht fertiges Haus. Das wird auch noch aufgebaut. Das muss auch noch gebaut werden. Wir sind hier also noch gar nicht wirklich fertig. Hier haben wir sogar noch eine kleine offene Fläche. Und das Ja. sind meiner Meinung nach die Mühlen von Pixel-Architekt, ne? Das sind die Mühlen von Pixel Hier. Architect. Ja, die kommen auch schon aus dem zweiten. Aus dem ersten Sharin. Aus dem ersten Kilotus. Und ja, also hier haben wir auch sehr viel. Haben auch eine ganz große Fläche an. Ja. Farm, Dings, Bums. Egal. Scheiß drauf. Leck mich. So, okay. Hier haben wir halt die Farm, also die ja, Tierfarmen, wo Wolle, Schwein, also halt hier Fleisch und also Tierprodukte alle hergestellt werden. Und jetzt kommen wir zu dem, was der Patrick mal erbaut hatte, vor vielen langen Wochen. Nein, so lange ist noch nicht her. Und zwar geht man hier runter, und zwar sollte das hier, sollten hier das auch Lagerhäuser sein. Ja. Wasserräder noch bauen, soll Melanie bauen, erledigt. Danke, schau es dir mal an, was da ist. So, jetzt gehen wir nochmal runter. Kevin geht vor. Bam. So, hier Wow. kommt praktisch die Energie, also hier wird praktisch die Energie für Kilos hergestellt. Alles per Wasser, Rädern und Dampf. Hier wird der Dampf gespeichert und hier der eiserne Baum, die äußere Schicht mit Eisen überzogen, hat auch der Patrick erschaffen. So, in dem Sinne ist das Rad hier nur reinkopiert worden. Aber sonst ist alles hier mit TNT ausgehöhlt worden. Da kann man hier reingehen. Richtig geil. Richtig geil. Das habe ich se Oh. selbst noch gar nicht gesehen hier. Und wenn man hier durchgeht, geht das Licht hier an. Wenn man hier raus, hier ist der Low Engine Room, der Downstairs. Kann man mal reingehen. Das hat sich auch die Melanie ausgedacht hier. So, und dann kann man hier, es ist ungefähr das gleiche Prinzip wie beim Luftschiff bei dem großen. Wenn ich jetzt hier den Schalter betätige, dann arbeiten die Maschinen. Dann wird praktisch die der der das Windrad betrieben. Und hier sind die Mainstays, also hier geht es noch weiter runter. Wo alles praktisch, wo kann man hier praktisch überall reingehen und gucken, was hier gemacht wird. Und die bewegen sich nicht mehr. Das sollte aber auch so nicht sein. Die sollten sich eigentlich bewegen, aber naja. Gut, gehen wir mal jetzt runter. Die anderen folgen uns unauffällig. So, dann kommt man hier wieder hoch. Okay, hoch. Die bewegen sich Wir auch sind nicht. Arbeiter, wir müssen ja alles beschützen. Ja, so, und dann werden wir wieder ausmachen. Dann fährt er einmal noch rum und dann geht er da wieder auf die normalen Schienen und fährt da seine langen Kreise. So. Dann gehen wir wieder raus und gehen wir wieder hoch. Dann kommen wir hier Wo ist denn hier der Knopf? zu den hohen, ja, also hier, wo man alles kontrollieren kann. Hier kann man gucken, ob irgendwas, hier kann man das halt warten und reparieren, kann man halt so rumklettern und so. Alles sehr auf Detail geachtet, das kann man hier sehr gut. Lass mich rein. So, okay. Nö. So, wenn wir wieder rausgehen, dann gehen die Lichter an und aus. Ist auch sehr schön gemacht. Ups, ist creepy wieder hier. So. Nee, 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 nee. Und jetzt werden wir wieder hochgehen. Finden wir da noch ein bisschen mehr. Ist auch noch nicht alles ganz fertig gemacht. Und zwar kommen wir jetzt zu dem etwas größeren Baum, der hier sein sollte. Der aber Arbeitet Melanie leider. eigentlich gerade hier? Also, arbeitet Melanie gerade hier dran? Nee, hier sollte eigentlich der Patrick mal dran weiterbauen, hat er aber bisher auch noch nicht gemacht. Weil, ja, wie schon Wie immer. gesagt, er sich zurzeit sehr mit seinem Dings beschäftigt, mit seinem Server, also beziehungsweise mit dem Meldoran in seiner Stadt. Also ist das hier also noch nicht wirklich sehr fertig. Ich habe ihn mal gefragt, ob er weiter dran bauen möchte. Er hat gesagt, ja, möchte. Also deswegen lasse ich jetzt erstmal alles hier stehen. Und dann werden wir mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Ja, einfach mal Sieht auch heftig aus. schauen. So.
Ja, dann wenn ich jetzt wüsste, wo du bist. Ich bin hier oben. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir wieder zurück zu, also gehen wir jetzt mal wieder zurück zu Kyotus. Einfach hier rüberfliegen, dann sind wir auch schon fast da. Kann man auch nochmal rüberfliegen und alles nur von oben angucken. Ich finde die Stadt auch sehr schön aufgebaut. Im Großen und Ganzen ist die Stadt auch sehr halt fertig und halt nur nicht eingerichtet. Mal wieder. Aber zum Anrichten hat sich ja der Frederik bereit, also der Real Steel hat sich dafür bereit erklärt, wenn ich auch wüsste, wo der jetzt ist. Der ist gerade stumm und sagt nichts mehr. Ja. Ja, kann sein. Wie immer. Ja, ich bin wieder da. Ja, er ist wieder da. Ich habe gefailt wieder. So wie immer. Der Leben ist ein Fail. So, ja. Siehst du? Kevin, das wollen wir jetzt in diesem Let's Show nicht machen. Okay. So, dann kommen wir jetzt zu dem Luft, Haupt, wie heißt das? Ich wusste es, Marius. Hä? Du hast es an der Seite immer noch nicht zu Ende gemacht. Ja, siehst du. Jetzt habe ich den Flaggschiff, siehst du? Es ist das Flaggschiff von der ganzen Welt, hier wird alles benutzt. Es ist bewaffnet, also es kann sich verteidigen, es wird aber hauptsächlich zum Warentransport benutzt. Es gibt ja auch ein Engine Room, ähnlich wie da hinten bei dem, was ich euch eben gezeigt habe. Im Großen und Ganzen ist es einfach nur ein sehr großes Luftschiff. Bam. Ja, hätte sich der Graf selbst im Zeppelin ja echt was abschneiden können lassen, ne? Also das Ding hier, was hier fliegt, das wird von dem Luftschiff hier immer abgeschossen, ne? Nein, das, sagen wir ist mal. Von bestimmt von Harald. Harald, ne? Es ist von Harald, ja, auch von Tickwix, also von Hendrik gebaut worden. Es symbolisiert einen, ja, Vogel. Enderman. Nein, kein Vogel. Enderman also, sollte das sein. Ein Enderman? Okay. Hat er gesagt. Seit wann sehen Enderman bitte schon so aus? Die guckt man gar nicht rein. Irgendwie. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, den ist könnte man sagen, es dient als zweites Verteidigungsding als für dieses Schiff halt. Sieht auch ziemlich geil aus in der. Auf dem Boden im Schatten. Aber jetzt gehen wir einfach mal hier diesen. Ei! Ich hätte das Koks nicht mal stopfen sollen vor der Aufnahme. War klar. Eieiei. Du beliebst zu scherzen. Das war kein Scherz. ja. Nee, das findet der wieder lustig. Ja, das finde ich wieder lustig. Auf jeden Fall, diese auf meinem Schreibtisch. Er sagt, ja. Diese Brücke hier ist praktisch der Zugang von dem Sherwin Main Island zu den zu New Victoria, jetzt haben wir noch Kyoto. Ja, die Brücke ist auch von mir erbaut worden in einer Nacht. Durchsuchten FTW. Dann kommen wir jetzt zum Fandeja Wald. Auch ein. Der Fandeja Wald. Ja, ein Wald mit einer Geschichte könnt ihr auch schon, den will ich auch nicht weiter nochmal ansprechen, da fliegen wir dann nochmal drüber. Und die Geschichte hier, die mit dieser dunklen Geschichte hast du genau an der Stelle bei dem letzten Video auch gesagt. Dieser Wald hat eine dunkle Geschichte. Ja. Sag ich mir kommt das? Genau an der Stelle. So. Aber genau an der gleichen Stelle. Ja, Fresse. Ja, einfach bei Kevin, du redest wieder zu viel, ne? So, und jetzt kommen wir zu dem größten und ja, ich sag mal bombastischen Sachen hier auf der Welt mit. Und zwar kennt ihr diese schon aus mehreren, also aus zwei Videos in dem Sinne, einmal aus einem kurzen Flyover und aus dem Film, der ja jetzt in letzter Zeit hochkam. Und zwar ist es unser neuer Gott dieser der Welt hier, und zwar. Ich dachte, das wärst du. Was? Ja, dieser Gott hier ist praktisch jetzt der neue Beschützer von Sharim, also der Schutzgott, wie ja schon in dem Film beschrieben.